Was für ein epischer Arena-Part in der letzten Folge. Jetzt wollen wir uns aber wieder um das Hauptspiel kümmern. Und wir wollen also nicht in die Kampfarena, sondern wollen wieder zurück. Und ich frage mich gerade, was kann ich mit dir machen? Ah, ist das unser neues Gerät? Ah, damit können wir jetzt hacken. Wir können hacken. Anschlüsse umdrehen. Ich muss also... Ah, so geht das. Alles so irgendwie drehen, dass es, dass alle Ziele ihr, Stromteile ihr Ziel finden. Oh, das geht aber schnell hier. Wo sind wir denn jetzt laut Karte? Ah, jetzt sind wir in diesem Mittelding. Ah, ich verstehe. Aber damit können wir jetzt zwar hacken, aber damit können wir uns nicht verwandeln. Das wäre ein schönes Mitbringsel für Clank. Das ist es. Ja! Hey! Du weißt nicht, worauf du dich einlässt. Geh sofort zurück in deine eigene Galaxie. Oder das hier steht dir bevor. Oder das hier steht dir bevor. Leb wohl. Oh, scheiße. Clank. Oh. Koordinaten von Megapolis. Also das heißt, wir können hier noch gar nicht weitermachen, weil wir eben noch keine Verkleidung haben. Das heißt, die kriegen wir wahrscheinlich erst im späteren Verlauf des Spiels. Das ist ja auch cool. Ach, ich hab's instant verkackt! Oida. Das ist ja dann gar nicht so einfach. Oh, was? Ach du Scheiße. Oh, was, ey? Das ist... WTF, jetzt mal ohne Witz, das ist gar nicht so einfach. Einmal, zweimal. Dann so, dann so, dann so, dann so, dann so. Und so. Hör, das ist gar nicht mal so einfach. Also da habe ich schon einfache Hacker-Spielchen gemacht. So, hier müssen wir kurz Geduld zeigen. Empfehlung. Kehre zu einem späteren Zeitpunkt zur Arena zurück, um dein Vermögen zu vermehren. Yep, das hatte ich aber so oder so vor. Und nachdem wir da jetzt nicht weiter können, müssen wir auch direkt schon zum nächsten Planeten gehen. Denn wir müssen ja Clank befreien. Kann ja nicht sein, dass wir das ganze Spiel ohne Clank hier unterwegs sind. Also, wir kommen zu einem späteren Zeitpunkt zurück. Nämlich genau dann, wenn wir auch das mit der Verkleidung machen. Und wir gehen jetzt nach Megapolis. Endako. Rette Clank und besuche Clanks Wohnung. Okay. Immer noch ohne Platinbolt, aber das ist jetzt nicht weiter wild. Ich hoffe, dass wir nicht jedes Mal angegriffen werden, wenn ich auf einen neuen Planeten gehen will. Das würde mir auf Dauer bestimmt auf den Sack gehen. Naja, schauen wir mal. Nee, sieht gut aus. Planet Endako. Hallöchen. Oh, das ist ein schöner... Schöner Planet, so wie das aussieht. Das ist jetzt der neue Wurfstern. Probieren wir mal aus. Ajo, der prallt von Wänden ab. Chillig. Da kann man einiges machen. Ah, hier kommt man später zurück. Das dürfte eine etwas größere Welt sein, oder? Ja, sieht auf jeden Fall nicht ganz so klein aus. Sehr schön. Da hinten habe ich noch Kisten gesehen. Ah, genau, lass mal einfach... Das ist geil, da wirst du einmal so einen Wurfstern und dann ist ja alles im Arsch sofort. Das gefällt mir doch mal recht gut. Okay, Doki, dann gucken wir uns doch die Welt mal an. Hier können wir Gadget nennen. Da hast du neue Sachen. Du hast eine neue Sache. Mini-Gefechtshandschuh. Und das Impulsgewehr. Tja, hätten wir mal noch mehr Arena gemacht, dann hätten wir uns davon jetzt gleich was kaufen können. Ansonsten lassen wir das erstmal so stehen. Wo gehen wir zuerst hin? Ja, den kurzen Weg, ne? Weil ich jetzt eh schon glaube, dass man hier gar nicht weiterkommt. Doch? Ah, das sind Gegner. Gegner kommen da raus. Gleich haben wir wieder ein Level up. Da bin ich mal gespannt, was genau das dann bringen wird. Noch mehr Schrott entdeckt. Hä? Ich muss Schrott aufsammeln? Toll.
Ah, maximale Nanotechnologie geht sogar noch weiter. Also bis zu 12 Leben geht es dann. Also bis zu 11 Mal kann man da getroffen werden. Wow, weil ich bedenke, bei Ratchet & Clank 1 waren es gerade mal 5 insgesamt. Ne, ich glaube, auf 6 konnte man erweitern. Öha. Also wenn du hier mal 2 von den Dingern wirfst, dann geht hier richtig die Party ab, ne? Ah, ist cool. Machen wir mal hier einen hin. Können wir auch euch treffen hier. Ach geil, das ist sogar so ein bisschen gegnerorientiert. Das ist cool. Aber jetzt wollen wir mal wieder mit den normalen Waffen weitermachen. Wobei ich überlege gerade, ob ich die jetzt nicht noch schnell aufwerte. Naja, hier passt das vermutlich nicht ganz so viel. Wobei ich schon ordentlich Wumms mache. Aber mit der macht schon Spaß. Ah, noch mehr Schrott. Ah, dann muss man einfach hier ein bisschen ausflippen. Zack, und dann ist sie ja auch sofort als Marsch. So will ich das sehen. Aua. Ein bisschen kann man ja die Waffe leveln, wenn man jetzt schon unterwegs ist. Zumindest bis die Munition alle ist. Hab ich die. Schade, ich dachte, ich könnte ihn erwischen. Kann ich vermutlich auch, nur hier noch nicht. Wie schön, dass hier einfach alles kaputt geht. Das war geil, kurz festgehalten, dass dann nicht weiter was passiert. Das ist auch schon fast, das Level-Up haben wir jetzt schon fast erreicht. Für die Waffe. Hier geht's irgendwo runter. Hier ist auch noch ein Abfall. Ich hoffe, da kommen wir noch automatisch hin. Ah, oder es geht hier gar nicht weiter, oder ist das hier eine Treppe? Ne, das ist eine Treppe. Ein Platybolt! Ich habe einen gefunden! Da ist er! Also, es wäre unten weitergegangen, aber ich habe mich für den Weg nach unten entschieden und da war dann der erste Platinball, den wir von selbst gefunden haben. Yay. Sehr geil. So, dann gehen wir jetzt aber wirklich herunter. Ah, hier ist auch eine normale Treppe. Noch mehr Schrott einsammeln. Achso, dann kommen grundsätzlich immer Gegner. Oh, im Kreis drehen. Oh, hier hätte bestimmt auch... Pass auf. Sehr gut. Wo gehen wir jetzt eigentlich lang? Wir gehen jetzt, glaube ich, irgendwie einen ganz seltsamen Weg. Brauche ich hier den Schwunghaken? Tatsache, das Ninja-Seil ist vonnöten. Ach, geil. Tja, das ist blöd. Und hier brauchen wir die Rail-Schuhe. Also wir brauchen hier eine Menge Zeugs, um hier weitermachen zu können. Wir können es nicht. Das heißt, wir lassen uns jetzt zurückbringen zum Anfang, oder wie? Oh, nee. Ach, nee, da geht's dann einfach woanders hin. Das ist schon noch der normale Weg. Scheinbar. Aha. Boah, hier kommt doch bestimmt sehr geil, jetzt, wenn ich das hier wieder benutze. Nachdem ich den Schrott hier einsammle. Sind auch hier bestimmt eine Menge Gegner. Naja, das habe ich nicht ganz so gut eingesetzt, das gebe ich zu. Dann verballern wir mal ein bisschen die Blitzpistole, unsere Schrotflinte quasi. Denn die möchte ich auch ein bisschen trainieren, weil die war jetzt in unseren Bosskämpfen in der Arena schon sehr, 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 sehr nützlich. Weil so einen echten Bosskampf hatten wir ja noch gar nicht. Ja, und was machen wir jetzt hier? Ah, eine Tür geht weiter. Eine Tür ist offen, kurz gucken. Ja, das ist richtig. Oh nein. Hallo, Schwachköpfe. Dass ich meine Jungs mal wieder extrem blöd angestellt habe, dachte ich, ich kümmere mich mal persönlich um euch. Das wird dir ganz... Jetzt haben wir unseren ersten Bosskampf. Genau deswegen will ich die Blitz... Kanone hier trainieren, die macht nämlich so mächtig Schaden. Ich bin tot? Ich hatte keine Leben oder was? Oder habe ich halt nur so wenig aus? Das wird dir ganz bestimmt mehr wehtun als mir. Ich muss mal aufpassen, also ich muss auf diese Blitze etwas besser aufpassen.
Aber diese Blitzkanone macht einfach Spaß. Ja, es wird nicht reichen, um ihn zu besiegen. Aber ein gutes Stück machen wir dadurch wett. Boah, wir besiegen ihn aber sogar fast. Und den Rest machen wir mit der Gravitation. Mit der Gravitationsbombe, wenn es geht. Boom! Jawohl! Und tschüss. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Geil, da kriegen wir eine neue Waffe dadurch. Nee, hat sie einfach nur. Was? Gravitationsbombe wurde zur Mini-Atombombe? Was? Wirklich? Das richtig gelesen? Mini-Atombombe! Was darf ich mir denn da drunter vorstellen? Jo, da kommt ein kleiner Atompilz! Ist klar! Translocator aktiviert und damit kommen wir zu unserem Fragezeichen. Ja, wunderbar. Alter, und was finden wir jetzt hier? Das ist geil, wie süß. Das ist Clanks Apartment und da ist ein Bild von Jack and Dexter aus dem zweiten Teil. Das ist cool. Cross-Promotion nennt man sowas. Hey, meine alten Grindboots und mein Schwunghaken. Jawohl. Deswegen müssten wir herkommen, für die Grindboots und für den Schwunghaken. Das heißt, wir können jetzt hier auch dann direkt weitermachen, oder wie? Ja, weil jetzt wird nämlich direkt trainiert. Entdeckt. Halte die Kreistaste gedrückt, um den Schwunghaken abzuschießen. Benutze die L1-Taste, um besser zielen zu können. Ah, geil. Das habe ich gerne gemacht in Ratchet & Clank 1. Whee! Ich erinnere mich noch an den einen Golden Bolt. Wow, das ist neu. An den einen Golden Bolt, der so scheiße schwer zu erreichen war durch so eine ganz lange Phase, die man da machen musste. So, der bringt mich jetzt wohl zum Schiff zurück. Ja, genau. Okay, haben wir alles entdeckt. Das heißt, wir können den normalen Weg gehen. Ist das geil. So, gleich mal ein bisschen Munition kaufen. Vor allem natürlich davon. So, haben wir genügend Munition. Okay. Schnelles Zentrieren der Kamera. Drücke die L1-Taste kurz. Das wissen wir doch. Das wissen wir doch. Oh, muss ich wieder hacken? Das kann ja was werden. Okay, wo ist das erste? Wo ist das erste? Wo ist das erste? Da. Dann hier. Dann da. Dann hier. Dann da. Dann da. Dann da. Und da. Boah, das ist hart. Also da ist echt absolute Konzentration. Wird da gefordert. Also ich mache jetzt hier erstmal schön mit der Blitzkanone mal weiter. Die macht höllisch viel Spaß. Weil da möchte ich auf jeden Fall auch mehr Munition davon haben. Kann ich mich da drauf bewegen? Sieht so ungesund aus wegen dem roten Boden. Dann hat sich die Sache hier erledigt. Hier muss ich schon wieder irgendwas hacken. Oh Gott, macht das Spiel halt Spaß. Das ist so geil. Oh, herrlich. Boah, das ist hart. Ey, Alter. Boah. Hilfe, es ist so schwer. Also man muss sich echt hardcore konzentrieren. Kran aktivieren. Ah, was kann ich hier Lustiges machen? Brauche ich das irgendwie? Ja. Kann man sonst hier nicht rüber? Naja, komm, das geht noch ein bisschen besser. Ja. Sehr schön. Also, weil man sonst nicht weiterkommt. Hallo, Bock auf Party? Was? Ich habe die falsche Waffe ausgewählt. Peng! Oh, da ist sofort Feierabend hier. Müssen auch noch schnell aufschießen. Und weiter geht's. Ach, ist herrlich. Ah, die machen mir nicht so Angst. Vor allem, die sind halt echt instant down durch den Schrotflintenblitzschuss. Das ist der Hammer. Das war verdächtig knapp. Naja, nur treffen muss man sie. Das muss man dann schon auch selber tun. Wow, was ist der für einer? Zwei Schüsse und er ist down. Perfekt. Ich verballer jetzt hier einfach alles. Ich kann ja... Das ist das Schöne. Bei Ratchet & Clank ist man immer automatisch flexibel, weil man nie immer unendlich Munition auch dafür hat. Deswegen ist es immer recht geil. Ich benutze es halt jetzt, um hier wirklich schnell natürlich meine Waffen aufzuleveln.
weil es halt wichtig ist für Arena, für Bosskämpfe und so weiter. Die Frage ist, was war auf der anderen Seite, weil hier scheint das wirklich weiterzugehen. Das heißt, ich gucke mich nochmal um. Schauen wir mal noch, was hier ist. Ah, wahrscheinlich gar nichts, oder? Ah, ich kann hier nicht hoch. Okay. Hätte ja sein können. Muss man ja immer gucken bei sowas. So, was haben wir noch vor uns? Noch so ein kleines Stück steht uns noch vor bei Planet Endaku. Ich beende für heute die Folge. Ich finde, es macht so unendlich viel Spaß. Und wir sehen uns im nächsten Part hoffentlich auch alle gemeinsam wieder. Haut rein. Hallo meine lieben Freunde, ich hoffe es hat euch gefallen, das war's für diese Folge. Wenn ihr eine Menge Spaß hattet, dann gebt dem Video noch einfach einen Daumen nach oben, denn das würde mir für die Zukunft sehr helfen. Wenn ihr noch mehr Let's Plays sehen wollt, dann klickt einfach hier links auf die Let's Play Spalte, denn dort kommt ihr auf eine Playlist mit über 100 angefangenen Let's Plays. Da denke ich mal, wird bestimmt was für euch dabei sein. Und wenn ihr keine Lust mehr auf Let's Plays habt, dann klickt ihr einfach rechts, denn dort könnt ihr auf eine Playlist kommen mit unseren Real-Life-Videos, Frittieren und Co. Da werdet ihr bestimmt auch eine Menge Spaß haben. Deine Videos sind absolut abgefahren. Und wenn ihr in Zukunft den Wolfpack joinen wollt und kein Video mehr verpassen wollt, dann klickt unten auf Abonnieren. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein.